Wir unterstützen Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dazu ist es wichtig, Kunden und ihre Bedürfnisse zu verstehen, immer am Puls der Zeit zu sein und sich untereinander auszutauschen, um immer mehr Mehrwerte zu bieten. Und genau darum geht es hier heute in Düsseldorf. Herzlich willkommen, hier ist Swiss Life. Hier ist der Vertriebsgipfel 2021. Unter hohen Corona-Schutzmaßnahmen treffen wir uns das erste Mal heute wieder physisch. Steffen Hammer, du führst heute wieder durch den Tag. Was sind die Schwerpunkte unseres Vertriebsgipfels? Ja, zum einen haben wir natürlich thematische Schwerpunkte. Also das sind genau die Oberthemen, die auch unser Geschäftsmodell ausmachen, also die Biometrie, die Altersversorgung und auch die Strategie des Unternehmens. Aber ich persönlich glaube, dass viel stärker was ganz anderes im Vordergrund steht, nämlich das, was du schon angesprochen hast, nämlich die Tatsache, dass man sich endlich mal wieder trifft und sieht, weil viele Kolleginnen und Kollegen haben sich seit fast einem Jahr überhaupt nicht mehr treffen können durch Corona. Und ich glaube, das wird einfach für alle eine ganz, ganz tolle Chance, sich mal wieder auszutauschen, miteinander zu sprechen in den Pausen. Also ich glaube, das wird wirklich so eins der Highlights des heutigen und des morgigen Tages. Ja, man könnte jetzt vielleicht erwarten, weil gerade durch die Bundestagswahl so viel auch durchaus Unruhe ist, dass es ganz besondere Bedürfnisse sind. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Es sind eigentlich die bekannten und sehr wichtigen Themen. Erstens, während der Arbeitszeit vorsorgen für die Zeit im Ruhestand, genug zurücklegen für ein selbstbestimmtes Leben. Zweitens, damit das eben geht, die eigene Einkommenskraft absichern. Und drittens, leider gibt es ja immer mehr Pflegefälle in Deutschland. Auch dieses Risiko sollte man absichern, um ein selbstbestimmtes Leben zu machen. Wenn sich in der Zeit derzeit etwas ändert oder gerade besonders speziell ist, ist es, weil am 1. Januar gesetzliche regulatorische Änderungen eintreten. Ich glaube, da macht es wirklich Sinn, dass sich die Kunden überlegen, zusammen mit den Ihrem persönlichen Berater, macht es Sinn, den Vertrag jetzt abzuschließen, den man vielleicht eh abgeschlossen hätte und nicht erst nächstes Jahr. Und zurück. Ja, nachdem wir dieses Jahr schon wieder total erfolgreich unterwegs sind, gibt es natürlich eine Vielzahl an Themen, auf die man stolz sein kann. Ich will da jetzt gar nichts herauspicken. Ich würde eher sagen, generell ist es so, dass wir als Swiss Life Deutschland sehr stolz darauf sein können, dass wir erneut unsere Geschäftspartner und Kunden mit unseren Angeboten und Lösungen erreichen und begeistern können. Und das ist natürlich eine Leistung, die im Innendienst in den Einheiten anfängt, in den Außendienst weitergeht und letztendlich bei unseren tollen Geschäftspartnern endet und das nur im Zusammenspiel funktioniert. Und das macht mir einfach Freude und erfüllt mich mit Stolz. Zunächst ist es wichtig, sich überhaupt für betriebliche Altersversorgung zu entscheiden. Denn die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, um im Alter genug Einkommen zu erhalten. Deswegen kann ich nur appellieren, betriebliche Altersversorgung zu nutzen mit der höchsten staatlichen Förderung, die es gibt. Und wir als Swiss Life stellen lebensbegleitende, flexible Lösungen zur Verfügung, die stark in Fonds investieren und damit sehr, sehr gute Renditeaussichten haben, um eben wirklich substanzielle Vorsorge zu bieten. Ja, es macht mega viel Spaß. Ich freue mich total, meine Kollegen mal wieder persönlich zu sehen. Und ich finde, es waren viele tolle Vertriebsideen schon dabei und freue mich jetzt einfach im Jahresendgeschäft das ein oder andere mit meinem Kollegen zusammen umzusetzen. Total facettenreich. Es ist total schön, die Kollegen endlich mal wiederzusehen. Es ist eine Zeit vergangen jetzt, dass man doch mal in so großer Runde zusammenkam. Und ja, das überwiegt. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Das zieht sich durch den ganzen Tag. Und in Summe sind es einfach tolle Vorträge, tolle Emotionen und ja, ganz viele tolle Geschichten kommen wieder zusammen und werden endlich erlebt. Ja, in allererster Linie hatten wir heute erstmal einen wunderbaren Tag, wo man gemerkt hat, es geht uns allen einfach darum, möglichst viele Leute abzusichern und in ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen.
Für die Zukunft bleiben mir drei Sachen in Erinnerung. Erstens, unsere weiterentwickelten Produkte, die zukünftig noch besser auf die Kundenbedürfnisse ausrichtbar sind. Das zweite sind noch bessere Prozesse, damit man uns noch mehr auch als Service-Marktführer wahrnimmt. Und das dritte ist, dass es einfach unfassbar viele Argumente gibt, sich dieses Jahr noch um seine Vorsorge zu kümmern, weil ab nächstem Jahr Preise steigen oder Leistungen reduziert werden. Insofern lohnt es sich, dieses Jahr sich um die eigenen Finanzen zu kümmern. Seit langer, langer Zeit konnten wir uns heute das erste Mal wieder persönlich sehen, austauschen und Wissen untereinander teilen. Wir nehmen Kurs auf Erfolg und mehr Infos zu Swiss Life gibt es auf swisslife.de. Bis zum nächsten Mal.